In Westland herrscht seit einer Reihe von Jahren Frieden. Die Zeit der immer wieder neuen Bedrohungen aus dem All, ebenso wie von der Erde selbst, scheint vorüber. Und wie zum Lohn für die bestandenen Abenteuer und Opfer nehmen Forschung, Wissenschaften und Wohlstand einen unverhofften Aufschwung. Sorgen bereiten nur die teilweise diffusen, sich oft widersprechenden Nachrichten aus Ostland. Der ganze riesige Kontinent hat sich unter einem gigantischen Energieschirm von der restlichen Welt abgeschottet, was noch nie etwas Gutes zu bedeuten hatte. Mit den Leonen, noch vor kurzem erbitterte Feinde aus dem Weltraum, existiert ein brüchiger Friedensvertrag, der sich erst noch in der Praxis bewähren muss. Losen Kontakt gibt es weiterhin mit den auf der Odyssee des Zeitraumschiffs Silbervogel kennengelernten Wasser- und Luftvölkern. Professor Futura forscht besessen wie eh und je, mit Rat und Tat unterstützt von Jan Tenner und seiner Assistentin Laura. Während General Forbett eine neue Superwaffe nach der anderen testet, wobei schon manches Militär-Hightech-Gelände in die Luft flog. Dies alles aber ändert sich schlagartig. Mit dem Tag, als der Professor den General, Jan und Laura völlig außer sich nach Greyville in sein Forschungsinstitut ruft. Denn etwas Ungeheuerliches ist geschehen. Dies ist ein neuer Anfang. Hier bin ich, Professor. Schneller ging's nicht. Seit jeder Hinz und Kunst sich seinen eigenen Ein-Mann-Hubschrauber auf den Rücken schnallen kann, ist selbst der Himmel verstopft. General Forbett, ich... Ja, Professor. Was gibt es? Weshalb haben Sie mich so dringend aus meiner Sitzung im Verteidigungsausschuss gerufen? Immerhin geht es um den neuen Superpanzer... General, jetzt ist wirklich... Ich bin ganz Ohr, Professor. Aber wo stecken denn Laura und Jan? Die beiden haben Sie doch auch gerufen. Heiliges Kanonenrohr. Wann habe ich Sie eigentlich zuletzt gesehen? Das muss beim Endspiel gewesen sein zwischen meinen Jungs vom 3. Infanteriebataillon und... Laura hat mir eine Nachricht geschickt, dass sie mit Jan im Berufsverkehr feststeckt. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie hier sind, aber... Sage ich doch, Professor, das sind nur diese Ein-Mann-Terroristen. Da müsste man mal mit der Faust auf... Halten Sie den Mund, General. Halten Sie ganz einfach den Mund. Zu Befehl, was erlauben Sie sich? Was ich mir schon viel früher hätte erlauben sollen. Der Countdown, General. Hören Sie nicht? Was soll das, Professor? Nein, ich höre nichts. Das ist es ja eben. Er hat kurz vor dem Ende aufgehört. Da sprühen irgendwo Funken. Da stimmt etwas nicht. Hier, diese Kontrollen dürften nicht blinken und... Professor, was ist das? Was zum Teufel passiert hier? Wozu haben Sie mich kommen lassen? Ich versuche jetzt, Jan anzurufen. Wenn einer helfen kann, dann er. Ich schicke eine Eskorte, die den Weg hierher freischießt. Dazu ist keine Zeit, General. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann stirbt sie. Und wir mit ihr. Was ist das? Wer stirbt, Professor, zum Donnerwetter? Wie? Was? Aber das ist doch Mimo. Unser durchgeknallter Bordcomputer vom Silbervogel. Ich darf doch sehr um eine angemessene Wortwahl bitten, General Forbett. Sonst könnte es sein, dass ich es mir noch überlege, ob ich... Kommen Sie zurück. Kämpfen Sie gefälligst. Ich will Sie nicht schon wieder verlieren. Was? Ein Glück, ich habe Sie wieder. Sie müssen noch wenige Sekunden durchhalten. Was immer das Wiedererweckungsprogramm gestartet hat, noch einmal lasse ich Sie nicht wieder gehen. Tanja. Tanja? Also habe ich doch richtig gehört. Ihre ehemalige Assistentin, Professor, die bei einem ihrer Experimente eingefroren wurde? Sie kommt gerade zu uns zurück. Ich höre Sie, Tanja. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Sie sind kurz vor dem Ziel. Ich verlange auf der Stelle eine Erklärung, Professor Futura. Der Professor hört Sie nicht, General. Aber es war vor genau 5 Stunden, 17 Minuten, als plötzlich... Was war plötzlich? Wo steckst du, Mimo? Wieso sehe ich dich nirgendwo? Professor, hier ist Jan. Wir stecken noch fest. Was ist bei Ihnen los? Professor, was war das? Professor, wir... Achtung! Heiliges Kanonenrohr!
Jan Tenner und Laura sehen sich entsetzt an. Gerade eben war es ihnen gelungen, trotz der chronischen Überbelastung des Westland-Kommunikationsnetzes eine Verbindung zu Mimo aufzubauen oder vielmehr anzunehmen, mit dem sie noch gar nicht hatten rechnen können. Der ehemalige Bordcomputer des Silbervogels befindet sich seit 3 Wochen in Professor Futuras Institut, wo er zur mobilen Einheit umgebaut werden soll. Mimos Aktivierung zum jetzigen Zeitpunkt muss ungeahnte, schwerstwiegende Gründe haben. Was war das, Jan? Was war das denn? Mimo! Laura! Mimo! Wo er noch gar nicht sein dürfte! Und dieser ganze Krach! Da stimmt etwas nicht, Jan! Wo sind Forbert und Futura? Ich war sicher, die Stimme des Generals gehört zu haben. Laura! Und auch... nein, das ist unmöglich! Dann sind wir schon 2 mit unmöglich! Du auch? Du hast es auch gehört? Gib Gas, Jan! Raus aus dem Stau und flieg wie der Teufel! Was ist mit der Verbindung? Wieder abgerissen? Nein, Laura. Tot. Und jetzt halte ich gut fest. Ui! Jan! Achtung, du rammst die Leute! Ihnen passiert nichts. Sie haben ihre Antikollisionsschutzschirme, die sich vor einem Zusammenstoß automatisch einschalten. Sehen Sie darin nicht aus wie große Seifenblasen? Eher wie Kugeln im 3D-Billard. Und Sie finden das überhaupt nicht lustig. Hey, bist du raus oder was? Da, Jan, lass den Kopf da ein Stück sinken. Dort ist eine Lücke. Danke, Laura. Gleich sind wir raus aus dem Stau. Wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass der gesamte Luftraum über Greyville einmal von Einmann-Helikoptern verstopft sein würde, wie ein Aquarium mit jungen Goldfischen. Aber jetzt sind wir durch und haben freie Bahn bis zum Institut. Gleich muss es in Sicht kommen. Hast du es noch mal versucht, Jan? Kannst du nicht wenigstens Mimo erreichen? Das passiert automatisch, jede halbe Minute, Laura. Nichts. Dabei hat Mimo... Halt! Warte! Was ist, Jan? Hörst du das? Da! Polizeigleiter! Jede Menge! Und Sanitätshubschrauber! Sie fliegen in Richtung des Instituts! Was war jetzt mit Mimo? Was hat er getan? Er hat mir eine Datei geschickt, eine Sekunde bevor der Kontakt abriss. Ich konnte sie noch nicht öffnen. Da ist das Institut. Aber es brennt ja! Und es sind nur noch Trümmer übrig! Schnell, runter! Die ganzen Kranken- und Löschfahrzeuge, das ist ja wie ein Albtraum! Festhalten! Laura, wir gehen runter! Mein Gott, Jan! Da kann doch keiner mehr leben. Der Professor, der General. Sie können doch nicht tot sein. Und wenn wir uns beide nicht verhört haben, vielleicht auch... Ja, Tanja, es war zwar nur ein Schrei. Und was für einer. Ich hab jetzt noch Gänsehaut. Aber Tanjas Stimme kenne ich unter Tausenden heraus. Der Professor muss versucht haben... Da, Jan, der Beamte weist dich ein. Bald werden wir schlauer sein. Laura soll mit ihrer schrecklichen Vermutung recht behalten. Das Institut von Professor Futura wurde von einer Explosion unvorstellbaren Ausmaßes bis auf die Grundmauern verwüstet, ja regelrecht pulverisiert. Großes Glück ist, dass sich die Katastrophe erst Stunden nach dem Feierabend der Angestellten und Wissenschaftler ereignete, sodass es von daher keine weiteren Opfer zu beklagen gibt. Vom Professor selbst und General Forbert, der zum Zeitpunkt der Explosion schon zugegen war, fehlt jedoch jede Spur. Es war unmöglich, dass sie sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Auch vom Kältetank von Futuras früherer Assistentin Tanja existieren allenfalls noch herumschwirrende Atome. Professor Futura, General Forbert und auch Tanja werden offiziell für tot erklärt. Jan Tenner und Laura müssen sich mit diesem schweren Schlag abfinden, so hart es auch ist. Dass Mimo zu ihrer Überraschung in einem Stasisfeld überlebt hat, das nach 3 Tagen erlosch, kann da nur ein schwacher Trost sein. Er gleicht noch einem Torso mit sehr beschränkten Möglichkeiten, weil Professor Futura noch mitten in seinem Umbau zur mobilen Einheit steckte, als das Unglück geschah. Und nur er allein könnte sein Werk auch zu Ende führen. So vergehen 30 Jahre, bis zu dem schicksalhaften Tag, der wiederum alles verändert.
Die Frage nach dem Zufall beschäftigt die Menschen, solange sie sich Gedanken über das machen, was um sie herum vorgeht. Als die beiden jungen Leute, die früh an diesem klaren Sommermorgen die Stadt Greyville schon weit hinter sich gelassen haben, hoch über den Wipfeln der hier noch endlosen Wälder Kurs auf die Freiheitsberge nehmen, ahnen sie noch nicht, dass ihr Glaube an eine alles erklärende Wissenschaft an diesem Tag auf eine harte Probe gestellt werden wird. Ist das nicht herrlich, Jan, diese endlose Weite zu atmen anstelle der stickigen Luft des neuen Instituts? Ja, Lara, das war wieder eine gute Idee von mir. Sollten wir öfter tun. Ach, die Idee war von dir? Ja, klar. Entschuldige, dass ich das schon wieder verwechselt habe. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber immerhin habe ich uns heimlich das Flugserum stibitzt. Unser gestrenger Vater hätte das nie freiwillig rausgegeben. Seitdem er zusammen mit Mar den Orden des Futura leitet, versteht er ja keinen Spaß mehr. Das ist doch gut so. Oh, ich bitte untertänigst um Vergebung. Meine Wenigkeit vergaß doch für einen Moment, dass euer Durchlaucht Lara, die Kluge als Wissenschaftlerin von Weltruf, da ebenfalls in Würde ergraut. Blöd, Mann. Jan Tenner, der Jüngere, nimmt die Entschuldigung großmütig an. Nein, jetzt mal im Ernst, Jan. Im Institut kommen wir ja nie dazu, darüber zu reden. Aber ich finde, wir können stolz auf unsere Eltern sein. Andere legen ihre Hände in den Schoß, wenn sie merken, dass sie so langsam in die Jahre kommen. Vorsicht, Schwesterherz. Es könnten Drohnen in der Nähe sein. Lass sowas Paar niemals hören. Ach wo, der versteht immer noch Spaß. Und Mama auch. Dabei hatten sie so einiges an Schicksalsschlägen einzustecken. Schau da vorne. Die Berge. Ist das nicht ein mega Anblick? Ja, Jan. Man bekommt Ehrfurcht und begreift, wie klein wir Menschen doch sind gegenüber der Kraft, die all das geschaffen hat. Und dass wir es schützen und bewahren müssen, mit all unserer Macht. Lara? Jan? Jan Junior? Eigentlich bin ich ja stolz auf dich. Sag das nochmal und ich lass mich vom Himmel fallen. Quatsch. Dann hätten sich Mutter und Vater ja ganz umsonst die Mühe gemacht, dich zu einem halbwegs brauchbaren Menschen zu erziehen. Jetzt bin ich beruhigt. Du bist gesund. Aber echt jetzt. Wir wissen beide, wie schwer es sie mitgenommen hat, als das alte Institut in die Luft flog und der Professor und der General für tot erklärt werden mussten. Und diese Tanja, auch wenn sie eigentlich eh schon tot war. Ein Glück nur, dass Mimo die Katastrophe überstand und Vater unmittelbar vorher noch die Datei mit den Aufzeichnungen der letzten Ereignisse schicken konnte. Sie wären beide daran zerbrochen, wenn sie nicht die Idee mit dem Orden gehabt hätten, für den sie das Institut neu aufbauen ließen. Der Orden des Futura. Es wurde echt zu ihrem neuen Lebensinhalt. Ein Orden, der sich für das Gute und den Frieden einsetzt. Und für die Freiheit aller Menschen, Jan Junior. Und für den Schutz der Erde und all dem wundervollen Leben, das auf ihr entstanden ist. Zum Teil lange vor uns. Schau doch nur, Lara, wie hoch und majestätisch die Berge sind. Gleich haben wir sie erreicht und sehen vielleicht sogar eine dieser für ausgestorben gehaltenen... Stopp mal, Jan. Hörst du das auch? Ja, Lara, ich sehe es auch. Da. Da, dort vorne. Oh mein Gott, was ist das? Es blendet mich. Ein Komet? Nein, viel heller. Etwas, das vom Himmel geschossen kommt. Doch nicht etwa eine neue Rakete aus Ostland, die unseren Abwehrschirm durchbrochen hat? Nein, Lara, das ist keine Rakete. Das ist nichts von Menschenhand. Für einen Moment ist es, als ginge die Welt unter. In einer gewaltigen Explosion schlägt das Geschoss aus dem Himmel in eine felsige Lichtung zu Füßen der Freiheitsberge ein und gräbt sich einen tiefen Krater, aus dem viele Meter hoch blau-weiße, kalte Flammen schlagen. Als sie endlich erlöschen, liegt eine gespenstische Ruhe über dem Krater. Jan Tenner Junior, der Sohn von Jan Tenner und Laura, landet mit seiner älteren Schwester Lara vorsichtig am Rand und beide starren hinab in die Tiefe. Da unten liegt etwas, Jan. Zum Glück kann ich wieder sehen. Da am Grund des Kraters, eine Art Körper, oder nicht? Ein Körper ganz aus Glas. Und er summt. Das scheint mir eine Hülle zu sein. Oh, meinst du, da liegt vielleicht jemand drin? Am Ende ein Wesen aus dem Weltraum? Jan Junior, du hast schon wieder in Paz Memoiren gestöbert. Unsinn.
Was ist das für ein beißender Geruch? Wir kommen in Teufels Küche, aber wir müssen Hilfe rufen. Am besten das Hauptquartier von General Grimes, falls die Luftüberwachung das Objekt nicht schon geortet hat. Ich bekomme keine Verbindung, Jan. Überhaupt keine. Mein Gerät ist tot. Dabei ist der Akku noch voll. Warte. Meins auch. Was ist mit deiner altmodischen Angeberuhr? Funktioniert die? Du meinst mein neues Sammlerstück? Nein, auch nicht. Hier geht gar nichts. Das muss an dem Glasding liegen. Einer von uns muss nach Greyville zurück und Hilfe holen. Ich versuche inzwischen in den Krater zu steigen und... Ah ja, einer von uns fliegt nach Greyville und du spielst hier den Helden. Hörst du das, Lara? Das Summen wird heller. Da unten geht irgendwas vor. Und... Was hast du, Jan? Ich weiß es nicht, Lara. Diese Krämpfe. Total plötzlich. Das ist, als ob... So, als ob die Wirkung des Flugserums vorzeitig nachließe, Jan Junior? Ja, genau so. Genau das, Lara. Darüber reden wir noch, mein Freund. Gut, ich fliege, aber du machst mir hier keinen Unsinn, bis ich mit Hilfe zurück bin. Du sicherst die Unglücksstelle und sonst nichts. Haben wir uns verstanden? Natürlich, Schwesterherz. Aber jetzt schnell los. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Wir sprechen uns noch, Jan. Und vergiss deine schlimmen, schlimmen Schmerzen nicht. Jan wartet, bis seine Schwester endlich am Horizont verschwunden ist. Dann macht er sich an den Abstieg. Der beißende Geruch hat sich genauso verzogen wie seine schlimmen Krämpfe. Und die Wände des Kraters sind zwar wie glasiert, aber nicht glühend. Mit Hilfe des Flugserums lässt er sich langsam auf den Grund des Trichters sinken. Dann steht er vor dem seltsamen Körperpanzer aus dunklem Glas, aus dem ihn zwei große, dunkle Augen anstarren. Was? Das darf doch nicht. Das Glas ist zwar zerkratzt und an vielen Stellen taub, aber in der Hülle liegt ganz eindeutig eine Frau. Und zwar eine junge Menschenfrau. Und sie sieht mich an. Hallo? Können Sie mich hören? Ob Sie mich... Was? Sie lebt. Tatsächlich. Ihre Augen. Ich hab's genau gesehen, sie hat sie bewegt. Aber sie kann doch in dem Ding nicht atmen. Ich muss diesen Glaspanzer öffnen. Nur wie? Gib mir ein Zeichen. Ich muss diesen Sarg öffnen. Was hätte jetzt Vater an meiner Stelle getan? Ja. Mist. Und ich habe kein Werkzeug dabei, es sei denn, ich... Bis Lara mit Hilfe zurück ist, dauert es noch lange. Es gibt immer noch keine Verbindung. Wollen wir mal sehen, wie diese Glashaut eine Strahlendusche verträgt. Na also, funktioniert doch. Sieht mich an. Oh Mann. Wo bin ich? Du hast ja gar nichts an, Mädel. Jan? Jan? Habe ich irgendwo ein Namensschildchen? Mein Name ist in der Tat... Jan Tenner? Also ich... Du bist es wirklich? Dann bin ich wieder bei euch. Oh, gib mir die Hand, Jan. Oh, zieh mich hoch. Oh, danke. Ich fürchte, hier liegt ein kleiner Irrtum vor, Gnädigste. Wenn ich auch zugeben muss, nicht ohne Reiz. Du erkennst mich nicht, Jan? Aber ich... Wie lange war ich fort? Ich meine, wie lange war ich denn... Warte, ich meine, warten Sie einen Moment. Ihre Stimme. Was ist mit meiner Stimme, Jan? Hat sie sich verändert? Eben nicht. Und jetzt weiß ich, woran sie mich erinnert. Das Institut.
Professor Futura. Was ist mit dem Professor, Jan? Geht es ihm gut? Sie sind... Tanja? Natürlich bin ich Tanja, Jan. Aber warum siehst du mich die ganze Zeit? Ganz ruhig bleiben, Tanja. Oh, hörst du sie auch? Die Sirenen? Gleich kommt Hilfe. Nicht gleich, Junior. Sie ist schon da. Warte. Was ist das jetzt? Was soll das sein? Ein Jantenna, zwei Jantenna. Also einer ist schon schlimm genug, aber zwei halte ich nicht aus. Es ist Tanja, Junior. Gar kein Zweifel, das ist die erste Assistentin von Professor Futura. Die Vorgängerin von Laura, deiner Mutter. Angenehm, Tanja. Vater. Hey, ich meine Tanja, früher auch immer nackt herumgelaufen? Sowas soll's ja geben. Huch. Jan Tenner, der Senior, hat sich noch vor dem Aufbruch der gleich nach Laras Ankunft mit Spezialgleitern in Marsch gesetzten Sicherheitskräfte eine starke Dosis Flugserum injiziert und ist sofort in Richtung der Freiheitsberge losgeflogen, während Laura damit begonnen hat, die Spitzen des Ordens von Futura zusammenzutrommeln. Das noch vor Futuras Tod verbesserte Serum trägt ihn mit beinahe Schallgeschwindigkeit ins Landesinnere. Und als die Sonne am höchsten steht, sieht er den Krater vor sich, den der Komet geschlagen hat. Noch hat er keine Bestätigung für den ungeheuerlichen Verdacht, den Mimo geäußert hat, denn der Einschlag bei den Bergen war nicht der einzige. Sollte allerdings Mimo mit seiner Vermutung richtig liegen, so spricht alles dafür, dass mit dem dritten Geschoss nur Tanja angekommen sein kann. Von wo auch immer. Denn in den beiden gläsernen Behältnissen, die mitten in Westland City eingeschlagen sind, befanden sich keine anderen als Professor Futura und General Forbett. Als Jan Tenner am Rand des Kraters aufsetzt, hat er heftiges Herzklopfen. Noch kann er nicht ganz daran glauben, gleich die seit so vielen Jahren im Kälteschlaf liegende ehemalige Partnerin wiederzusehen. Doch dann... Das war aber schnell, Pa. Pa? Dann habe ich mich nicht verhört. Das erkläre ich dir gleich, Junior. Jetzt... Junior? Auch das, Tanja. Ich weiß zwar noch nicht, was hier gerade abgeht, aber das wird uns hoffentlich bald der Professor erklären. Moment mal. Moment. Jetzt sehe ich es erst. Du bist älter geworden. Ja, mindestens 20 Jahre. Es sind gute 30, Tanja. Aber danke fürs Kompliment. Jetzt... Und wer ist diese Laura? Seine Mutter? Deine Frau? Darf ich, Vater? Du darfst, Junior. Ausnahmsweise. Was? Na, komm her. Ah, fass mich nicht an. Nimm deine Hand von meinem Mund. So ist es gut, Junior. Halt dir den Mund zu und versuche, sie mit mir zusammen aus dem Krater zu bringen. Klar. Aber warum hast du die Rettungssanitäter wieder zurückgeschickt? Sie hätten uns doch... Weil ich noch nicht weiß, ob das eine so gute Idee gewesen wäre, Junior. Wir fliegen mit Tanja zu einer kleinen Hütte in der Nähe, wo wir uns verbergen können. Bis General Grimes mit seinen Leuten hier ist. Schnell, bevor... Bevor was? Mimo hat eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Angriff errechnet. Frag jetzt nicht weiter. Schnell hoch mit ihr und dann los. Dort gibt es auch Sachen für sie zum Anziehen. Mit höchster Geschwindigkeit jagen Jan Tenner Senior und Jan Tenner Junior über die Vorgebirgshügel, bis eine schlichte, halb zwischen hohen Büschen verborgene Hütte in Sicht kommt. Sie ist unverschlossen und dient als Übernachtungsunterkunft für Wanderer. Sie drücken die immer noch strampelnde Tanja in einen Schaukelstuhl, der sofort mit ihr zu wippen beginnt. Dann setzt der Senior eine ernste Miene auf und bedeutet den beiden anderen, ihm zuzuhören. Ich hoffe, du hast uns etwas wirklich Wichtiges zu sagen, Jan Tenner. Und du denke nicht, dass ich mich so behandeln lasse von einem jungen Schnösel. Nur mal zum Mitschreiben, Tanja. Jan Junior ist inzwischen im gleichen Alter wie ich, als wir noch zusammen gegen grüne Spinnen gekämpft haben. Das sag ich doch. Junger Schnösel. Hey, hey, hey. Du machst hier meinen Vater nicht an, sonst... Ruhe jetzt beide. Gut, also, ganz kurz.
In Westland City sind Professor Futura und General Forbert, wie es aussieht, im gleichen Moment in einem ultragrellen Kometenschweif in die Erde eingeschlagen, wie du, Tanja, hier bei den Freiheitsbergen. Kannst du dich an irgendetwas erinnern, was davor war? Nein, ich weiß gar nichts. Danke für die Kleider. Sie passen sogar wie angegossen. Das wundert mich nicht. Sie sind ja von dir. Die Kleider sind... Jetzt sehe ich es. Und die Hütte kenne ich auch. Das elektronische Kaminfeuer. Wir waren schon einmal hier und haben... Ja, ihr beide wart hier? Ganz allein bei elektronischem Kaminfeuer? Nur kein Neid, Junior. Dein Vater hat wenigstens gewusst, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Danke, Tanja, aber zurück zur Sache. Du, was hast du, Junior? Wonach suchst du? Ja, nach der Dame. Hast du sie vielleicht gesehen, Pa? Oh, jetzt pass mal auf, Schnösel, Junior. Noch eine Frechheit und du kannst... Ruhe jetzt, alle beide. Zanken könnt ihr euch, wenn wir in Sicherheit sind. Na gut, aber nur unter Protest. Du bist bei einem missglückten Experiment des Professors in einen todesähnlichen Zustand gefallen, Tanja. Futura hat dich deshalb eingefroren in der Hoffnung auf eine spätere Möglichkeit der Heilung. Ist ja irre. Eine echte lebende Tote. Dafür hast du dich aber echt gut gehalten, Tanja. Ich bringe ihn um. Ich kratze ihm die Augen aus. In dieser Reihenfolge, schöne Untote? Ruhe jetzt. Geh bitte ans Fenster und sag Bescheid, wenn du irgendetwas Verdächtiges siehst. Geht's bitte etwas genauer? Nein, ich hatte gehofft, Tanja könnte uns einen Hinweis geben. Mimo glaubt, dass das gleichzeitige Erscheinen von ihr, dem Professor und dem General kein Zufall sein kann. Aha. Ihr vermutet einen Plan oder einen bevorstehenden Angriff dahinter. Na toll. Darf ich dich noch was fragen? Später. Bitte, jetzt... Hatten der Professor und der General etwas an? Ich meine, sie waren doch nicht etwa auch... du weißt schon? Doch, Junior. Wie die Natur sie geschaffen hat. Gibt es hier Waffen in der Hütte? Ich habe nur meinen Jagdstrahler. Nein, aber General Grimes weiß, wo wir jetzt sind. Ich hoffe, dass er und seine Leute bald... Da ist etwas. Wo? Ein Flugkörper? Nein, etwas hat sich zwischen den Büschen bewegt. Bestimmt ein furchtbar gefährliches Stinktier. Hör einfach nicht hin, Junior. Verdammt, wo bleibt Grimes? Und was ist das für ein nervtötendes Getrommel? Oh, bestimmt die Kriegstrommel der Indianer, die das arme Stinktier zur Hilfe gerufen hat. Da, jetzt habe ich es genau gesehen. Eine Gestalt, ganz schwarz und riesig. Nein, nein, gleich zwei oder drei. Sie schleichen sich hinter den Büschen an. Warte, ich gehe zum anderen Fenster. Da sind sie auch. Aus welcher Hölle sind die denn entsprungen? Fast doppelt so groß wie wir, aber ganz in schwarz. Das sind Rüstungen. Und sie dampfen. Oh, jetzt zielt einer mit einem Riesenblaster auf die Hütte. Na warte, du Mistkerl. Nimm. Na toll. Ich hab ihn verfehlt, verdammt. Aber er hat mit dem ersten Schuss das halbe Dach weggefetzt. Nicht mehr schießen, sonst machen sie ernst. Sie wollen uns anscheinend lebend. Aber das kann sich schnell ändern. Forberts Hauptquartier. Ja? General Grimes? Na endlich, wo bleiben Sie denn? Wir werden angegriffen. Sie kommen immer näher. Gleich haben Sie die Hütte erreicht. Was? Das heißt, Sie können uns keine... Was ist los? Von der Armee haben wir keine Unterstützung zu erwarten, Junior. Westland City wird ebenfalls von diesen schwarzen Kriegern angegriffen. Offenbar haben sie es auf den Professor und den General abgesehen, die noch in einer Spezialklinik überwacht werden müssen. General Grimes braucht alle Kräfte, um... Was für Schwachsinn ist das denn? Wollen die Tanja und uns hier verrecken lassen? Junior! Er ist doch wahr. Sie sollen wenigstens Tanja in Ruhe lassen. Ich gehe jetzt zur Tür und... Ein Energieschirm. Warum hast du uns nicht gesagt, dass die Hütte einen eigenen Generator hat? Den hat sie nicht. Und woher kommt denn der Schirm? Achtung! Jetzt greifen sie an! Sie versuchen, die Hütte zu stürmen und den Schirm zu knacken. Sie geben Dauerfeuer. Der Schirm hält das nicht aus. Wir müssen mit Tanja... Was ist mit Tanja?
Sieh sie dir an, Junior. Wahnsinn. Sie sitzt ja ganz starr und ihre Augen ganz weiß und wie in tiefer Hypnose. Wir müssen... Lass sie. Ja, aber vielleicht ist sie in der Gewalt der Fremden. Sie haben sie in eine Bombe verwandelt und... Ich glaube, die Fremden haben im Moment genug mit sich selbst zu tun. Sieh doch. Tatsächlich. Sie kullern durch die Luft und schießen wild um sich. Die sind total von der Rolle. Sie haben gar keine Kontrolle mehr. Da, sie stoßen zusammen und explodieren in der Luft. Noch einer. Und da, noch zwei. Sie ziehen ab. Sie feuern immer noch um sich, aber sie haben eindeutig die Flucht ergriffen. Puh, das war knapp. Alles, was recht ist. Kümmere du dich um Tanja. Ich muss hören, wie es in der Stadt aussieht. Vater? Ja, Junior? Wenn es hier keinen Schutzschirmgenerator gibt und die Armee die Fremden nicht angegriffen hat, wer war es dann? Wer hat das getan? Da, Tanja wacht aus ihrem Zustand. Oh, ein Glück. Ihre Augen sind auch wieder normal. Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, Junior Schnösel? Träum mal schön weiter. Er hat dich doch tatsächlich für eine lebende Bombe gehalten. Hatte er damit recht? Ich weiß nicht, was du meinst, Jan Tenner. Dass da draußen der Schutzschirm, die unfreiwillige Flugshow der Fremden. Warst du das? Tanja gibt keine Antwort auf Jan Tenners Fragen. Und schließlich sieht er es ein, dass er in ihrem momentanen Zustand von ihr nichts weiteres erfahren wird. Sie spricht nicht mehr und scheint sich von der Außenwelt abgeschottet zu haben. Auch der junge Jan ist schweigsam geworden. Seinem Vater entgehen jedoch die Blicke nicht, die er Tanja zuwirft, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Aus Westland City kommen keine guten Nachrichten. Noch immer toben die Kämpfe zwischen den unheimlichen, ganz in schwarzes Leder und Metall gerüsteten und wie aus dem Nichts aufgetauchten Angreifern, deren schwere Blaster eine ähnlich verheerende Wirkung haben wie Panzergranaten, und den Verteidigern unter dem Kommando von General Grimes, der seit dem Verschwinden von General Forbett vor 30 Jahren das Oberkommando über die Streitkräfte von Westland hat. Grimes' Möglichkeiten sind begrenzt, will er nicht die vollkommene Wiederherstellung von Professor Futura und General Forbett aufs Spiel setzen. Die Spezialklinik, in der die besten Ärzte von Westland um ihr Erwachen bei völliger geistiger Gesundheit kämpfen, liegt noch sicher unter einem Energieschirm. Doch nur durch immer neue Ablenkungsmanöver kann dessen Zusammenbruch durch das Feuer der Angreifer noch hinausgezögert werden. Jan Tenner Senior und Junior haben indessen gemeinsam beschlossen, nicht mehr zu warten und den Rückflug nach Westland City mit Tanja in ihrer Mitte gemeinsam zu wagen. Das Flugserum in ihren Adern müsste auch mit Tanja als Last so gerade noch reichen. Mit Tanja, die weiterhin völlig apathisch ist, in ihrer Mitte, jagen die beiden Tenners auf die Hauptstadt zu. Im Kopf von Junior arbeitet es fieberhaft. Er versucht, die Zusammenhänge zu verstehen. Wer sind die Fremden? Und welche Geheimnisse birgt Tanja, die er bisher nur vom Hörensagen her kannte? Eine Frau wie eine Wildkatze. Und an die er doch keine Sekunde lang zu denken aufhören kann. Was ist los, Vater? Es ist nicht mehr weit. Warum verziehst du das Gesicht? Es ist nichts, Junior. Dort vorne sind schon die Türme der Stadt. Pass auf! Fast wäre dir Tanja aus der Hand gerutscht. Ich hab sie schon wieder. Sie merkt das noch nicht mal. Sie ist total von der Rolle. Und du genauso. Unsinn, wir sind gleich da. Wir schaffen es. Sie ist wach. Sie muss uns hören. Und du trudelst. Es ist ein Flugserum, oder? Du hast ja nicht genug injiziert. Wir schaffen das. Ja, das hat schon mal jemand gesagt. Du hast bei der Berechnung nicht an den zusätzlichen Ballast gedacht. Ballast, ja. Ich bin zu schwer. Ihr müsst mich... Gar nichts müssen wir. Ihr lasst mich jetzt in eure Mitte und ich trage euch bis zum Ziel. Mein Serum reicht noch.
Da ist der Energieschirm. Er leuchtet hell genug. Gut. Lasst mich fallen. Ihr zwei müsst allein. Wir müssen dir nur zusammen den hübschen Hintern versohlen. Du gibst jetzt nicht auf. Wir brauchen dich noch. Lass mich einfach los. Ihr wisst nicht, mit wem ihr ist. Ich lasse dich nie mehr los, Tanja. Pass auf. Sie haben uns entdeckt. Sie schießen auf uns. Nein, so viele. Sieh doch nur, das sind Hunderte, die die Klinik und Grimes Kommandostadt belagern. Die Kampfjets können ihre Raketen nicht verschießen, ohne die Klinik zu gefährden. Du musst landen, Jan. Den Rest müssen wir uns zu Fuß durchkämpfen. Keine Chance. Wir müssen hinter die Linien kommen, sonst nehmen die uns auseinander wie nichts. Tanja. Tanja, kannst du mich hören? Tanja. Ich kann uns nicht mehr lange halten, wenn du das vorhin wirklich warst. Du musst versuchen, nochmal einen Energieschirm um uns aufzubauen. Shit. Ich kann uns nicht mehr halten. Zum Glück zählen sie schlecht, aber es wirbelt uns durcheinander. Tanja? Verdammt, jetzt hatte sie... Vater? Lass mich los, Junior. Bringt euch in Sicherheit. Fliegt weiter. Nein. Was machst du? Vater! Der Energieschirm. Das Mädel ist großartig. Jan, Mr. Tanner, hierher, schnell. Das ist General Grimes. Er winkt. Wir geben Feuerschutz. Kommen Sie, schnell. Du musst durchhalten, Tanja. Gleich sind wir in Sicherheit. Ja, hierher. Die Sanitäter nehmen Ihnen die Dame ab, Jan. Ja. Wo ist Ihr Vater geblieben? Er konnte sich nicht mehr an mir festhalten, General. Hat er sich noch nicht bei Ihnen gemeldet? Bei den hier tobenden Interferenzen ist jede Kommunikation unmöglich. Hoffentlich ist er den Angreifern nicht in die Hände gefallen. Jan! Da ist Ihre Mutter. Schnell, laufen Sie mit ihr zu den anderen vom Orden des Futura. Sie erwarten Sie sehnsüchtig im Gefechtsstand. Laufen ist gut. Na komm, Tanja, das Stück kann ich dich jetzt auch noch tragen. Ich schicke ein Kommando nach Ihrem Vater, Jan. Ich gebe sofort Bescheid, wenn wir ihn gefunden und in Sicherheit gebracht haben. Aber wir können... Ich weiß, General. Sie können für nichts garantieren. Das sagen Sie immer. Jan Junior und Tanja erreichen unangefochten mit Laura die anderen Mitglieder des Ordens. Tanja kann inzwischen wieder auf den eigenen Beinen stehen und macht einen zwar noch verwirrten, jedoch körperlich halbwegs erholten Eindruck. Natürlich bemerkt Jan die Blicke, die ihr von allen Seiten zugeworfen werden, vor allem von Laura. Professor Futura und General Forbert sind noch nicht mit dabei. Auch nach Mimo sucht Jan Junior vergeblich. Die Lage erscheint aussichtslos. Die Angreifer rücken langsam, aber sicher vor. Nichts kann sie aufhalten und niemand weiß, woher sie kommen und was sie wollen. Als dann General Grimes unter Feuerschutz und verwundet in der Halle erscheint und atemlos verkündet, dass Jan Tenor Senior den Fall zwar überlebt und sich bewaffnet habe, aber von den Fremden hoffnungslos eingeschlossen sei, steht Tanja auf und geht auf Laura zu. Ich weiß, Laura, dass wir beide uns noch nicht kennenlernen konnten. Ich habe auch mitbekommen, dass du und Jan jetzt... Seit 30 Jahren, wenn du das meinst. Seit 30 Jahren zusammen seid. Deshalb kann ich dich um dein Vertrauen nur bitten. Was soll das denn jetzt? Vater ist draußen und kämpft um sein Leben. Was soll ausgerechnet jetzt dieses Rührstück? Du kommst gleich dran. Laura, ich kann versuchen zu helfen, wenn du es zulässt. Dazu brauche ich aber ein verdammt gutes Stärkeserum. Ich habe ziemlich viel Kraft gelassen. Das stimmt, Mutter. Ohne sie wären wir... Du kommst gleich dran, Junior. Laura, ich erkläre alles später. Gibst du mir das Serum, bitte? Auch wenn du mich gleich wieder anschnauzt, Tanja. Bitte tu es, Mutter. Es geht um das Leben von Vater. Und vielleicht von uns allen. Du... Ja, ja, ich weiß, ich bin noch nicht dran. Du verrückter kleiner Schnösel. Reicht dein Flugserum noch, du Held? Du meinst für... Ja, Tanja, es reicht. Laura,
Jetzt liegt es bei dir. Dein Vertrauen für Jans Leben. Das Serum, Mutter. Schnell, das Serum. Das Stärkste, was wir haben. Und am besten für mich auch gleich mit. Laura zögert nicht lange, verschwindet kurz und ist gleich darauf mit 3 Injektionen zurück, von denen sie 2 Tanja und Jan selbst verabreicht. Die 3. gibt sie Jan für Paar. Noch im gleichen Moment geht mit Tanja eine Veränderung vor. Ihre Gestalt strafft sich und ihr Blick wird wild entschlossen. Sie gibt Jan einen Wink und gemeinsam stürzen sie aus dem Gefechtsstand. Draußen schlägt ihnen sofort massives feindliches Blasterfeuer entgegen. Verdammt. Das ist ja viel schlimmer, als ich erwartet hatte. Die fremden Krieger treiben unsere Soldaten nur vor sich her. Nichts kann sie aufhalten. Jetzt hör auf zu jammern. Sei mein Held und pass auf, was ich dir sage. Siehst du die Straßenschilder da? Die mit dem Pfosten aus Eisen. Ja, seh ich. Bleib in Deckung und renne erst los, wenn die Schilder abknicken und durch die Luft auf dich zufliegen. Dann fängst du sie auf und drisch damit auf alle Feinde ein, die dir im Weg sind. Wir müssen durch die Reihen brechen, um freie Bahn zu deinem Vater zu haben. Hast du das verstanden? Klar, ist doch ganz einfach. In Deckung bleiben! Sie haben uns gesehen. Strahlschüsse machen ihnen wenig aus, Jan. Man muss sie physisch treffen. Und ganz wichtig, nur mit Gegenständen, also Schlag- oder Wurfwaffen. Okay. Deckung! Du darfst sie nie, niemals mit deinem Körper berühren. Verstanden, Jan? Verstanden, aber woher? Dann Achtung! Hier kommen die Waffen. Ich hab's. Sie greifen uns an. Schlag sie aus dem Weg, Jan. Ich kümmere mich um die anderen und versuche aber zu helfen. Wenn wir durch den Belagerungsring sind, fliegen wir zu Jan. Also zu... Jan. Genau, Jan. Achtung! Was ist das? Die fliegen einfach durch die Luft? Das bist du, Tanja. Ja, aber ich kann mich nicht um alle kümmern. Pass du bei dir auf. Das brauchst du nicht zweimal zu sagen. Der Pfosten fühlt sich gut an in der Hand. Hey, du Großer. Das findest du doch auch, oder? Das machst du gut, Jan. Danke, Tanja. Du räumst aber auch gut an. Dort vorne ist schon eine Lücke. Da können wir durchbrechen. Hinter uns lassen die Kerle vom Gebäude ab und formieren sich neu. Sie nehmen unsere Verfolgung auf. Es sind immer noch viele. Aber noch schießen sie nicht. Und jetzt ist es zu spät. Freie Bahn, Jan. Komm, ich hake mich bei dir ein und dann hoch in die Luft. Dein Paar ist dort, wo auch geschossen wird. Ich hab dich. Achtung. Aber jetzt können sie uns vom Himmel schießen wie Tontauben. Nicht mit Energieschirm. Also warst du das wirklich? Ich wusste es. Was kannst du sonst noch? Schilderpfähle knicken wie Streichhölzer? Also Telekinese? Schau lieber nach unten, Junior. Mach dir keine Sorgen. Telepathie? Gedankenlesen? Hast du das auch drauf? Hättest du das denn gern? Was würde ich in deinen Gedanken denn lesen, wenn du mich so festhältst wie jetzt? Da ist er. Da unten. Er hat sich hinter Trümmern verschanzt. Aber die Fremden kommen von allen Seiten und sprengen mit ihren Blastern alles weg. Oder schmelzen sie. Er kann sich nicht mehr halten. Runter, Jan! Direkt zu ihm! Wir nehmen ihn unter den Schirm! Und Landung! Wir sind unten! Feuert sie auch noch auf uns! Pech gehabt, Freunde! Bist du in Ordnung, Jan? Danke, Tanja! Meine Knochen sind ja nun nicht mehr die jüngsten, aber... Sehr witzig, Jan Tanner! Dann wollen wir ihnen mal wieder auf die Sprünge helfen. Hier ist dein Serum. Hat dir der Professor das für mich gegeben? Nein, Laura! Wir haben... Hey, ihr zwei! Kaffeekränzchen ist später. Wollen die Knochen wieder, alter Mann? Also jetzt, ich komm dir gleich. Aber er hat recht. Wenn wir den Ausbruch jetzt nicht schaffen, dann nie mehr. Los, ich versorge euch mit Schlagwaffen. Junior wird dir erklären, worauf es ankommt, Jan. Was ist los mit dir, Tanja? Lassen die Kräfte wieder nach? Unsinn! Lauft endlich! Schlagt sie in die Flucht! Aber Tanja, du... Los jetzt! Es ist eine Pest mit euch, Tenners. Jan und Jan zögern nicht mehr.
Beide durch das Stärke-Serum im Supermodus wehren sie mit von Tanja gelieferten Eisenpfählen und anderen die Angreifer der Feinde ab und stürzen sich ihrerseits auf alles, was sich ihnen in den Weg stellen will. Jede voll getroffene Rüstung löst sich in einer grellen Leuchterscheinung wie eine kleine Sonne auf. Dann sind sie durch. Die schwarzen Rüstungen ergreifen die Flucht, indem sie ebenfalls grell aufleuchten. Der Weg zu den Eingeschlossenen ist frei. General Grimes kommt ihnen mit seinen Männern bereits entgegen. Als Tanja entkräftet zusammenbricht, nimmt er die Reglose auf seine Arme und gibt sie erst in der Spezialklinik wieder her, wo sie sofort von den Ärzten stabilisiert wird. Am frühen Vormittag des nächsten Tages findet eine Versammlung aller derzeit erreichbaren Mitglieder des Ordens des Futura statt. Voller Spannung warten unter anderem Jan Tenner Senior, Jan Tenner Junior, die junge Lara und der Leone Zagor auf das, was Futura, Forbet und vor allem Tanja auf die vielen von Laura gestellten Fragen im Zusammenhang mit ihrer Rückkehr zu sagen haben. Nein, Laura, ich kann mich an nichts mehr erinnern, bis auf die Explosion in meinem Institut. Dass seither 30 Jahre vergangen sind, in denen der General und ich wohl verschwunden waren, weiß ich nur jetzt durch Sie. Meine Uhr war ebenso stehen geblieben wie die Zeitanzeige meines Handys. Und die Aufwegautomatik von Tanjas Tiefkühltank hatte sich wirklich von selbst aktiviert? Ohne irgendeine Vorwarnung oder Ankündigung? Das bereitet mir immer noch Kopfzerbrechen, aber genau so ist es, Laura. General Forbet? Ich kann das nur bestätigen. In dem einen Moment flog uns das halbe Institut um die Ohren. Dann wachten wir im nächsten Tohuwabohu auf. Oder kamen zu uns. Oder wir waren tot. Und es gibt keine Aufzeichnungen? Nichts, General. Nur die von Mimo bis zum Augenblick der Explosion. Aber dann danke ich Ihnen und hätte jetzt noch einige Fragen an Tanja. Na, das kann ja heiter werden. Wolltest du etwas sagen, Jan? Nur, dass er gespannt ist. Und ich auch. Na gut. Also, Tanja, deine Erinnerung endet wo? Als ich zu dem Experiment von Professor Futura eingewilligt hatte, bei dem das Unglück geschah. Ich erhielt die Betäubung und dann weiß ich nichts mehr. Bei dem Experiment ging es um die Aktivierung bei modernen Menschen brachliegender Gehirnsektoren, von denen vermutet wird, dass sie für die Psi-Fähigkeiten wie Telepathie, Telekinese und vielleicht noch andere zuständig sein könnten. Ist das auch richtig? Genau. Das herauszufinden war der Sinn des Experiments. Ich mache mir jetzt noch Vorwürfe. Ich hätte Tanja nie dieser Gefahr aussetzen dürfen. Das müssen Sie nicht, Professor. Sie wollten das Beste und vielleicht hat es ja auch... Ja, Tanja? Was hat es? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was in diesen über 30 Jahren passiert ist, wo ich war und wem ich vielleicht begegnet bin. Tatsache ist aber, dass von irgendwem oder irgendwoher meine Erweckung eingeleitet wurde, was mit einer Katastrophe endete und dass ich jetzt in meinem neuen Leben plötzlich über diese neuen Gaben verfüge, die mir selbst noch unheimlich sind. Tanja, darf ich ganz offen sein? Oha, jetzt geht's los, Vater. Psst, still. Natürlich, Laura, das sollst du sogar. Dann also, du bist mir meist... Also von gewissen Herrschaften, als nervtötende, launische Zicke geschildert worden. Ich bin bei dir, Vater. Dir kann nichts passieren. Wir streiten alles ab. Von gewissen Herrschaften, Laura? Ja, wer mag das denn wohl gewesen sein? Na, ich denke, sie werden sich, sollten sie jetzt zufällig anwesend sein, bei dir noch entschuldigen. Denn ich habe dich als einen mutigen und tadellosen Menschen kennengelernt, ohne den wir alle verloren gewesen wären. Denn nichts hätte die fremden Krieger aufgehalten. Das war selbstverständlich, Laura. Denn durch mich, auch wenn ich keine Erinnerung mehr habe, ist das Unheil ja erst gekommen. Jemand hat meine Wiedererweckung eingeleitet und damit etwas in Gang gesetzt. Und General Forbet und ich wurden bei dem Versuch, die Katastrophe aufzuhalten, wahrscheinlich mit in den Raum gerissen, in dem Tanjas Geist die ganze Zeit gefangen war. Richtig, Professor. Das ist die einzige Erklärung dafür, dass wir alle drei gleichzeitig zurückgeschickt wurden. Zurückgeschickt, General? Ja, von allein fällt niemand vom Himmel und schon gar nicht in einem gläsernen Hautpanzer. Und er wird auch nicht von einer Horde asthmakranker Wilder in schwarzen Rüstungen und ohne Gesicht verfolgt und gejagt. Genau das wäre auch meine letzte Frage gewesen, Tanja. Du besitzt wirklich nicht die geringste Erinnerung an diese Krieger? Nein, ich schwöre es. Aber du weißt, dass man sie nicht berühren darf. Um Himmels Willen,
Die Hand würde auf der Stelle abfrieren. Und du warnst, dass man nicht wisse, mit wem man es zu tun habe. Das klingt nach einer fremden Macht, Tanja. Eine Macht so abgrundtief böse und kalt, wie sie sich noch kein Mensch jemals hat vorstellen können. Und schließlich sprichst du plötzlich Worte in einer völlig fremden Sprache, Tanja. Tue ich das? Davon weiß ich nichts. Das andere ist, wie ich es euch sage, und ich habe keinerlei Erinnerung daran, woher dieses Wissen kommt. Es ist da und ich kann es nicht wegzaubern. Nein, Tanja, Zaubergaben hast du offensichtlich nicht. Deine anderen neuen Fähigkeiten müssen mit dem Experiment zusammenhängen. Wir werden das gründlich prüfen. Für jetzt, und ich denke, ich spreche im Namen aller Anwesenden, heiße ich dich herzlich willkommen bei uns zurück und begrüße dich auch im Namen von allen als neues Mitglied im Orden des Futura. Komm an mein Herz, Tanja. Mein Vertrauen hast du. Und dann komm zu mir, Tanja. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Von wo auch immer. So wie es aussieht, hat Tanja, die äußerlich um keinen Tag gealtert ist, ihre erste Feuerprobe in der neuen, alten Heimat bestanden. Und nicht nur das. Sie hat ihre alten Freunde wieder und neue dazu gewonnen, die sie auch dringend braucht. Denn tief in ihr lauert ein Wissen, an das sie noch nicht zu rühren vermag. Und sie weiß, dass der zurückgeschlagene Angriff noch längst nicht der letzte gewesen ist. An diesem Abend jedoch hat sie sich eines ganz anderen Angriffs zu erwehren, im angesagtesten Restaurant von Westland City. Jan Tenner gibt sich die Ehre und hat Tanja zum romantischen Abendessen eingeladen. Die zwei kommen sich näher und können jetzt noch nicht ahnen, dass sich eine neue Gefahr anbahnt. Denn es naht der lautlose Tod.